Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über einen ganz besonderen Film. Im Westen nichts Neues, ein Antikriegsfilm aus den Jahren 1930 und ist selbstverständlich ein Schwarz-Weiß-Film. Das ist die DVD dazu. Genau, mal die Rückseite. Und das schöne Schuber drin, wunderbar, sieht gut aus, herrlich. Es ist ein Tonfilm. Darüber können wir jetzt sofort eigentlich sprechen. Es ist ein Tonfilm und das war so der erste Spielfilm als Tonfilm. Es gab damals ein paar Musical, die waren schon mit Ton, aber der richtige Spielfilm war dieser hier mit Ton. Und er kam 1930 in den Kinos und damals war das einfach so, dass die Kinos noch nicht umgestellt waren auf Tonfilm. Also das hieß, es gab diesen Film als Stummfilm und als Tonfilm, weil die Kinos halt den Tonfilm noch nicht abspielen konnten. Das ist sogar der erste Spielfilm, der synchronisiert wurde für das deutsche Publikum. Genau. Auf jeden Fall habe ich mir den gestern angeschaut und wenn ich an den 30er Jahren so denke an Filme, habe ich nicht an solchen Spielfilmen gedacht, sondern mehr so an diese Comedy, so Charlie Chaplin, Dick und Doof, Buster Keaton, an sowas denke ich dann, aber nicht an solche Filme. Ich war überwältigt über diesen Film gestern Abend. Ich war überwältigt. Ich habe mir den dann ein Stück angeschaut und der Film hätte von mir aus nochmal 2 Stunden gehen können. Der hat mich so gepackt und das von einem Film von 1930. Ich sag, es gibt ja heutzutage so viele gute Kriegsfilme. Wir haben ja auch noch hier Soldat James Ryan und Full Metal Jacket und. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich mir einen Film davon aussuchen, würde ich diesen hier nehmen. Weil der, da kommen wir gleich nochmal zu, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Wir gehen einmal auf die Schauspieler drauf zu. Es war damals der Umschwung, Tonfilm und Stummfilm. Und hier spielt jemand mit, der heißt Raymond Griffiths. Der ist leider im wirklichen Leben stumm. Und er war aber sehr erfolgreich im Stummfilme. Und dann kam die Tonfilme und das war sein letzter Film. Er spielt dort einen Soldaten, und der dort verstorben ist. Und ein sterbender Soldat spielt er dort. Und er musste dort nichts sagen. Und deswegen war das für ihn seine letzte Rolle. Damit hatten viele Probleme damals den Übergang zum Stummfilm, zum Tonfilm. Weil viele auch diese Aussprache nicht hatten. Und viele sind dann mit ihrer Karriere natürlich den Bach runtergegangen. Das ist natürlich immer so schade, aber es ist nun mal so, wie es ist. Dann haben wir den Schauspieler Louis Wolheim da drin. Der ist ein Jahr später auch dann verstorben schon, was ich ziemlich schade fand, weil der in diesem Film doch eine entscheidende Rolle trägt und ein guter Schauspieler ist. Ich hätte gerne noch vielleicht ein paar Filme von ihm gesehen, in Tonfilmen, weil er war mir doch ein sehr interessanter Charakter und Schauspieler. Auf jeden Fall. Gut, kommen wir jetzt zu dem Film. Ich werde hier gleich ein bisschen spoilern. Ich versuche nicht ganz so viel zu spoilern, dass man den Film noch anschaut. Aber falls ich mal etwas rausrutsche, soll es mir verziehen werden. Genau, es geht um den Ersten Weltkrieg. 1930 ist der Film ja entstanden. Und es geht eigentlich dazu, der Weltkrieg beginnt, der Erste Weltkrieg. Und da ist ein Lehrer, der zu der jungen Klasse sagt, alles nur Jungs natürlich in der Klasse, ihr müsst in den Krieg, in Deutschland spielt das, ihr müsst in den Krieg, ihr müsst für das Vaterland kämpfen, und er macht das so richtig schmackhaft und die ganzen jungen Bürschchen, 16, 17 Jahre alt, ja, wir wollen in den Krieg, wir wollen für das Vaterland kämpfen, und ja, und dann gehen die in den Krieg, so jung wie sie sind, und dort merken sie ganz schnell, dass der Krieg schmutzig ist, dreckig ist, man vor Hunger verstirbt, dass man dort nichts wert ist, einfach, und es ist einfach alles dreckig. Und das sind solche Bilder, so gewaltige Bilder, das hat mich überrascht, dass sie es 1930 schon so machen konnten. Es sieht richtig dreckig aus, man fühlt den Leuten das so richtig mit, diese Verzweiflung, oder wenn die jungen Menschen dort dann sterben, das wird gezeigt, der Film ist sich umsonst ab 12 Jahre, und dabei der Film so alt ist. Diese Menschlichkeit wird so direkt und bildlich gezeigt, dass man mitfiebert, mit Angst hat, weil manche Leute, die, wenn sie in diesem Graben da sitzen
Und die kommen da nicht raus und die Decke fällt was auf den Kopf, weil überall die Granaten um die Ohren fliegen. Dass die jungen Leute dort verrückt werden und nur noch schreien. Und boah, das sind Bilder, Alter. Wirklich, boah, Wahnsinn. Ich meine, der Film hat nicht umsonst 2 Oscars bekommen für den besten Film und beste Regie, auf jeden Fall. Der hätte von mir aus auch alle bekommen müssen. Auf jeden Fall. Und ja, und es geht eigentlich um die Geschichte, um den Paul Bäumer. Das ist die Geschichte von ihm, der dann in den Krieg reinkommt und sieht, wie die seine Klassenkameraden, die mit in den Krieg gegangen sind, langsam wegsterben und wie elendig die dort sterben. Und es sind ganz schlimme Szenen, ganz schlimme Szenen. Und wir haben, und er hat eine kleine Vaterfigur bekommen im Laufe der Jahre, die er dort im Krieg ist. Der wurde ja gespielt durch diesen Louis Wolheim, habe ich ja gerade schon erzählt. Das, die Chemie zwischen den beiden, das ist wunderbar, so toll gespielt, so wunderbar, ganz ehrlich. Ja, über diesen Krieg will ich jetzt gar nicht weiter erzählen, das sind einfach überwältigende Bilder. Und er wird nachher verletzt, kommt dann ins Krankenhaus und überlebt das und kommt dann für 3-4 Wochen nach Hause und wird beurlaubt und kommt dort zurück als gebrochener junger Mann und kommt dort mit seinem Leben auch dann nicht mehr klar. Er ist nur 4 Wochen da, aber er kommt damit nicht klar. Die alten Leute, die deinem Vater erzählt, du darfst, der ist so stolz auf ihn, du darfst deine Bundeswehrklamm, ach, deine Soldatenuniform nicht ausziehen, ich muss dich doch zeigen, wer du bist, und alle sagen, ja, wenn ihr in Paris da kämpft, in Frankreich, dann müsst ihr Paris angreifen, ihr müsst da vorgehen, dann holen sie eine Karte raus, und die Leute erzählen ihnen da was, und er sagt so, ihr wisst gar nicht, was dort abgeht, ihr wisst gar nicht, was da los ist. Dann trifft er seinen alten Lehrer wieder, der hört, er geht in den Klassenraum rein, und dort hält dieser Lehrer wieder die gleiche Ansprache, wie das damals bei ihm war. Sagt wieder zu den Kindern, die jetzt noch jünger sind, ihr müsst in den Krieg kämpfen, in dem Vaterland. Und dann kommt er rein und der Lehrer freut sich, ah, hier, Paul Bäumer, erzähl doch mal, wie es im Krieg ist. Macht den Leuten das schmackhaft, dass sie in den Krieg gehen. Und er kann nichts sagen, nichts Positives. Er kann nur sagen, bleibt hier, bleibt zu Hause, der Krieg ist schmutzig, der ist dreckig, ihr verliert euer Leben, ihr verhungert dort. Macht es nicht. Und wie das gespielt ist, wie das gesagt wird, und er wird dann hingestellt als Feigling von der Klasse, die sagen Feigling, 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 und ergreifende Szenen, ganz ehrlich, also ich habe lange nicht mehr solch einen guten Film gesehen, und der Film ist wirklich verdammt alt. Es ist genauso oft wie bei, mehr erzähle ich gar nicht, so viel spoilern will ich jetzt nicht, der Film geht natürlich noch einiges weiter, und das Ende erzähle ich nicht, es ist dramatisch, der Film. Und es ist genauso wie auch bei Full Metal Jacket, dass am Anfang auch erst so gezeigt wird, wie die Leute dann die Kinder ausgebildet werden. Und das finde ich auch sehr interessant, wie sie runtergemacht werden. Und was auch interessant wird, zum Beispiel, dass zum Beispiel ein Postbote eine Woche später oder 2-3 Tage später sofort ein Offizier wird, weil die Leute müssen im Krieg, und man braucht jeden Mann, und egal ob man Postbote ist oder nicht, man wird sofort in Krieg eingezogen. Es ist schon Drama. Wenn ich mir vorstelle, das ist alles im Ersten Krieg, Ersten Weltkrieg, und wenn ich mir vorstelle, was die Schauspieler noch erleben werden, die haben den Zweiten Weltkrieg noch vor sich, also boah, hat man so einen Hintergrund, oder ich hatte es auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ein Film, den sollte man sich auf jeden Fall angeschaut haben. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Film. Ganz wichtiger Film. Wenn ich den Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, ist es natürlich eine glatte 10. Also ich gebe nicht gerne 10 Punkte, aber dieser Film ist eine glatte 10. Auf jeden Fall. Von mir aus auch 11, 12 Punkte, wenn es noch reagieren würde. Nein, es ist ein Klassiker, und schaut euch den bitte einmal an. Irgendwo kann man den Stream kaufen, irgendwo, vielleicht habt ihr den auch schon gesehen, dann guckt euch den Film nochmal ein zweites Mal an. Ich werde den auf jeden Fall bestimmt nochmal irgendwann schauen. Ich hätte nicht gedacht, ich hatte den Film wirklich schon sehr lange zu Hause, der war schon leicht eingestaubt, oben in meinem Regal. Ich wollte mir den immer anschauen, ich habe mir gedacht, ich habe einen Film aus 1930, das kann ja nicht so viel werden. Und dann habe ich so einen bombastischen Film hier. Wahnsinn, Wahnsinn, schaut euch den an, auf jeden Fall, ganz wichtiger Film. Das war's von meiner Kritik zum Film.
Falls du Lust habt, abonniert den Kanal. Es kommen noch mehr Videos von mir und dann wird es auch nicht ganz so ernst. Wir haben ab und zu mal ein paar lustige Filme. Wir werden mal alles durchsprechen. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis dann. Ciao.